Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Cesteria. Beim letzten Mal haben wir uns den kompletten Part mit den Kämpfen gewidmet, haben dabei jetzt insgesamt 4 von 6 der Schmelztiegel gereinigt, oder eventuell gibt es ja sogar 7. Meine Vermutung ist einfach nur, dass es 6 gibt. Und wir haben einige besondere Gegner, wie ich sie so gerne nenne, besiegt. Aber jetzt wollen wir mit der Hauptstory ein bisschen weitermachen. Und zwar müssen wir den 4. und letzten Tempel aufsuchen. Den Tempel des Windes. Und der befindet sich irgendwo in der Westungsschlucht. Und sieh einer an, als wir die Westungsschlucht das erste Mal betreten hatten, war hier eine Domäne. Aber die ist jetzt verschwunden. Wir haben mittlerweile genügend spirituelle Kraft gesammelt, um diese Domäne zu widerstehen. Da ist ein Speicherpunkt. Und Gott sei Dank, da ist noch ein Händler, denn ich wollte eigentlich ursprünglich nochmal irgendwohin zurückreisen, um unseren Itembestand ein bisschen aufzustocken, aber das können wir natürlich auch an dieser Stelle einfach machen. Kaufen mal 6 Apfelgummis, nochmal 3 Pfirsichgummis, ein paar Tränke des Lebens können auch nicht schaden. Das Einzige, wofür ich Geld in diesem Spiel bislang ausgegeben habe, war für diese Heil-Items. Und für das Schnellreisen von Speicherpunkt zu Speicherpunkt. Und ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich da mittlerweile auch für ausgegeben habe, für diese Schnellreisefunktion. Denn die ist gar nicht so billig, wie ich beim letzten Mal, als ich den letzten Part gerendert habe, festgestellt habe. Das kostet mal einfach so 2000 Gold zum Teil. Ich denke, die Entfernung spielt da vielleicht auch eine Rolle, wie viel Gold das kostet. Aber 2000 Gold für eine einzige Schnellreise, das ist nicht gerade günstig. Aber sei es drum, wir sind jetzt in der Westungsschlucht. Und wir können uns hier anscheinend auch umsehen. Da unten haben wir eine Höhle. Und ich meine, irgendwo ganz, ganz dunkel mich daran zu erinnern, dass relativ am Anfang des Spiels war das, glaube ich sogar, irgendwelche Personen davon geredet haben, dass es hier irgendeine besondere Höhle gibt, wo besondere Schätze zu holen sind. Das sieht mir doch ganz stark nach dem Tempel aus da oben. Und das könnte diese angesprochene Höhle eventuell sein. Da sind sogar noch 2 Personen auf der Minimap eingezeichnet. Aber gucken wir uns erstmal hier ein bisschen in der Westungsschlucht um. Denn hier scheint es auch einiges an Items zu geben. Da unten sehe ich eine Truhe. Und ein Pfirsichgummi zum Auftakt haben wir bekommen. Da hinten sehe ich einen Monolithen. Der heilige Trank wirkt hier leider nicht. Das heißt, die Gegner hier sind auf einem höheren Level. Und das sind Blutsauger. Level 39. Blutsauger. Sie saugen dir dein Blut aus. Du kannst versuchen, es zurückzusaugen, wenn du so auf sowas stehst. Nein, wir sind keine Vampire. Deswegen müssen wir es auf herkömmliche Art und Weise erledigen. Level 39 klingt natürlich extrem hoch, aber ihr seht, besonders viel aushalten tun diese Blutsauger. Sie hatten sogar Blutsauger. Nicht, aber sie können unglaublich nerven in einer großen Gruppe. Aber nichts, womit wir nicht fertig werden könnten. Auch wir sind gerade wieder im Verlangsamungsmodus. Ich hoffe, dass der aber nach dem Kampf verschwindet, oder? Alter, wie viele von den Viechern sind die da? Wir sollten vielleicht uns auch mal amortisieren. Oder können wir das nicht? Wenn wir im Verlangsamungsmodus sind. Doch, wir können uns dann amortisieren, wunderbar. Wie viele von denen kommen denn noch? Ich habe keine Lust mehr auf euch. Tja, Levelaufstieg für Rose, sehr schön. Und ich habe ja versprochen, gegen jeden Gegnertypen zumindest einmal zu kämpfen. Und das werde ich natürlich weiterhin so beibehalten. Jetzt erstmal zum Monolithen. Amortisierung, AP um 1 erhöht. So, hat Rose irgendwas Neues zu sagen? Ich glaube eher nicht. Nee, die nächsten Schreine, den suchen wir ja schon. Und da sind wir schon auf der richtigen Fährte. Kämpfen mal gegen diese Kobra. Oh, die heißen sogar Kobra. Ich habe ein gutes Gefühl für die Gegnernamen. Anfällig für körperliche Angriffe und Schwäche gegen Feuer.
Los, Leila, wir haben etwas zu erledigen. Die kommen gar nicht dazu, irgendwelche Angriffe auszuführen, lieber Dazzle. Vorher erledigen wir diese Flankenschieter alle. Und gegen Feuer sind die wirklich extrem anfällig. Vor allem gegen körperliche Feuerangriffe. Und da war es auch schon mit ihnen vorbei. Nein, Rose, ich habe keine Lust zu kämpfen. Wir haben schon im letzten Part viel zu viel gekämpft. Heute sollten wir uns wirklich storytechnisch ein bisschen weiter fortbewegen. Einen heiligen Trank, den nehmen wir natürlich auch gerne mit. Da hinten sind noch mehr Truhen, aber da können wir nicht mit dem Windschritt hin. Müssen wir von der anderen Seite aus hingelangen. Ich glaube, die Schlangen sind relativ schnell, ne? Aber die hat uns nicht gesehen. Gott sei Dank. Da haben wir eine kleine Sackgasse. Und einen neuen Gegnertypen. Was bist du denn für ein Viech? Ach, du bist ein Troll. Ich dachte erst, du wärst irgendwie so ein komischer Vogel. Okay, du bist auch ein komischer Vogel, aber im wahrsten Sinne ein Vogel. Ach, da ist er. Ein Kobold-Scharfschütze. Auch du hast eine Schwäche gegenüber Feuer. Panzer und Heria vom Gegnertyp her. Dann bringen wir das mal wieder hoffentlich schnell hinter uns. Denn ich meine mich richtig zu erinnern, dass die relativ wenig aushalten. Deswegen sollten wir das relativ schnell beenden. Aber auf Distanz sind sie natürlich gefährliche Gegner, deswegen muss man da versuchen, in den Nahkampfmodus zu kommen. Boah, sehr schön gemacht von Edna und Rose. So, schmeiß ihn von der Klippe, Mann. Oh ja, das dachte ich mir beim letzten Mal auch. Ein Feldspartut haben wir noch bekommen. Ansonsten ist hier nichts. Dann können wir weitergehen und der Weg da hinten ist uns versperrt. Sprich, selbst wenn wir durch die ganze Domäne hindurchgegangen wären, hier wäre spätestens Schluss gewesen, wenn wir die Gigantenkraft nicht gehabt hätten. So, da haben wir sogar noch ein Schild. Cobra sieht mich nicht, doch Cobra sieht mich. Da! Und Cobra greift mich an. Aber diesmal habe ich keine Lust zu kämpfen, deswegen flüchten wir mal. Oh, da sind sogar noch zwei Polen. Also nicht im Sinne von zwei Polizisten, sondern zwei Bullen halt. Ihr versteht. So, der Weg ist uns auch versperrt. War uns versperrt. Hier haben wir noch eine Truhe. Schapka, ein Hut. Ein flauschiger Hut. Häufig wird er fälschlicherweise als Schapka bezeichnet. Doch das ist eine ganz andere Art von Hut, okay? Was kann der Schapka oder Schapka denn so Schönes? Joa, die Werte gehen ordentlich nach oben, auch wenn Dazzle nicht unbedingt der Magier ist. Trotzdem rüsten wir ihn mal den Hut aus. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Da ist noch ein Koboldschütze. Was steht denn hier drauf? Richtung Süden zu den Guinevere-Turmruinen. Und Richtung Norden zu den Ganglen-Ruinen. Vorsicht vor Steinschlag und Erdrutschen. Fahrlässigkeit kann zu Verletzungen führen. Grenzpatrouille des Reiches Rolands. Wollte ich da auch gerade noch was anderes prüfen? Ne, das war noch das Wegweiserschild. Was haben wir hier denn? Neue Fundstätte, steinerne Gedenksäulen. Ein schweres Opfer. A stone pillar. I wonder if it's related to the practice of human sacrifice. Such a waste. Why would any seraph be pleased by the death of a human? I wouldn't want the life of a foul human, even if it were served up on a golden platter. They go on about offerings and salvation and such, but really all these weaklings want is an escape. Dying as an escape? When the future seems bleak, sometimes death starts to look mighty attractive. Especially in this age of chaos. Yet, offering one's own life up in hopes of helping others could be considered the polar opposite of malevolence. You're calling these sacrifices noble and pure? Well, I don't mean to say that what they do is right, but neither attitude is one I want to endorse, frankly. And at the same time, you can't say either one is wrong, can you? I guess that's the nature of reality. Complicated.
Ja, und es werden hier, wie ich finde, auch sehr ernste Themen angesprochen, was mir sehr gut gefällt. Und es gibt manche Sachen, die sind einfach weder richtig noch falsch. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wirklich dazugehört. Manchmal ist man halt so von den Verzweiflungen geplagt, dass man keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sein eigenes Leben, ja, wegzuschmeißen. Ah, da geht es Richtung Norden. Ich vermute ganz stark, ist das ein Schmelztiegel? Ich glaube, da haben wir einen weiteren Schmelztiegel. Und weiter nördlich geht es wahrscheinlich zu den gesuchten Ruinen, wo wir hin sollen. Ah, Bär. Ihr kennt mich. Ich werde erstmal den anderen Weg einschlagen. Da hinten ist ein Speicherpunkt. Und wir sind schon fast bei den Ruinen angekommen. Moment, ich bin verwirrt. Führt dieser Weg nur? Ich muss mal kurz hingehen. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Speicherpunkt. Also Cobra, lass mich in Ruhe, Dankeschön. Ach, das ist doch. Eintreten. Ist das doch keine Dingens? Nein, das sind die gegangenen Ruinen. Wegen Unfallgefahr ist Unbefugten das Betreten der Ruinen verboten. Räuber werden streng bestraft. Oder ist das entweder doch nicht der Windtempel? Trank des Lebens. Hier werden wir auf jeden Fall mal speichern. Ich denke, wir werden erstmal in diese Ruinen gehen, denn die sehen dann doch eher optional aus. Gut, dass ich nochmal vorbeigeschaut habe. Ist aber echt die Frage, ist das jetzt optional? Wir gehen mal rein und gucken, wie diese Ruinen. Haben sie noch einen Beinamen? Nein. Sie heißen einfach nur Ganglen-Ruinen. Das scheint nicht der Windtempel zu sein. Von daher gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Und die Kobras starren aneinander an. Das erinnert mich immer an Pokémon Stadium, das allererste Teil für das Nintendo 64. Sie starren einander an. Wer macht den ersten Move? Keiner. Stattdessen laufen wir einfach an ihnen vorbei. Ach, und guck mal wieder an. Symbole an der Wand. Und Sesam, öffne dich, ein Geheimgang. Wir gehen aber erstmal den offensichtlichen Weg. Eine weitere Kobra. Die hat uns diesmal bemerkt. Aber wir weichen ihr erstmal aus. Gehen erstmal dort entlang. Denn da ist extra Loot. Und ihr wisst, extra Loot finde ich gut. Toll, ein Apfelgummi. Wir sind momentan alle bei voller. Nee, nicht alle sind bei voller KP. Dann werden wir mal eben eins verwenden für Edna. Und sammeln das noch ein. Bitte warten, liebe Cobra. Ich mache wiederkehrt. So, einmal tanzen. Wir sind zum Glück etwas schneller unterwegs. Und können hier mal eben vorbeischauen. Wow, da kommt ein Spinnenhelden von oben herab. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, diese Spinnenhelden. Ich glaube, das letzte Mal war in den allerersten Ruinen, oder? Und wisst ihr was? Ich gehe nochmal eben zurück. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass dieser Geheimpfad, den wir geöffnet haben, ein optionaler Weg war. Was bist du denn für ein Viech? Ich möchte es gerade gar nicht herausfinden. So, noch eine Spinne. Da haben wir einen weiteren Geheimgang, der uns zum nächsten Abschnitt führt. Oder war es schlussendlich egal, wohin wir gehen? Da können wir mit dem Windschritt natürlich wieder hindurch, um diese Truhe zu öffnen. Ein Pfirsichgummi nehmen wir sehr gerne mit. Mal gucken, was uns in diesen Ruinen sonst noch so erwartet. Und das war jetzt einfach der Weg außenrum, ne? Schlussendlich war es egal, wie wir laufen. Ah, Hilfe!
Es war nur eine Abkürzung per Geheimweg. Gut, also auf dieser Etage noch nicht so viel zu finden. Salbei, vielen Dank. Hier ist auch nur eine Sackgasse, wunderbar. Hallo, liebe Kobra, geh mir aus dem Weg. So, hier war sonst wirklich nichts. Gut, dann gehen wir mal eine Etage nach unten. Was wird uns hier in den Tiefen der Ganglen-Ruinen, das ist ein Name, erwarten? Hallo, Oktopus. Auf dich habe ich gerade nicht so viel Lust. Ein weiterer Geheimpfad, der wahrscheinlich wieder zu einer Kiste führt. Juhu, Silbertruhe. Und irgendwann, oh, 10.000 Gold. Irgendwann wird mir wahrscheinlich in dieser Ruine noch eine Spinne auf den Kopf fallen. Ich hab's so im Gefühl. So, ein bisschen extra Gold kann ja auch nicht schaden. So, da geht's wieder in die Ruinen U1. Okay. Da geht's zum Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, ich werde mich auf jeden Fall schon wieder hier irgendwann verlaufen. Früher oder später wird es dazu kommen. Eine weitere Truhe, eine Bronzetruhe mit einem Schwertbrecher, eine Waffe für unseren Survey. Das Fluoridschwert ist fast auf Maximum. Was kann der Schwertbrecher denn? Die Abwehrwerte gehen nach oben. Interessant. Eine Waffe, die Verteidigung erhöht, aber unseren Angriff enorm senkt. Das finde ich nie so schön. Da bleiben wir erstmal bei dem Fluoridschwert. Und gehen wieder zurück. Böse Kobra. Hör auf. So, da scheinen wir nicht hinzukommen. Müssen wir irgendwie von der anderen Seite. Alles klar. Ist hier noch ein... Wow. 152 Gold. Wow. Das war mal ein guter Sprung von 112 auf 152 Gold. Auch da scheint sich Edna langsam zu verbessern. Was haben wir da? Nur ein paar Trümmer. Und Sorby hat einen Donut hergestellt. Oh, jetzt bekomme ich Hunger auf Süßes. Auf süßes Essen, um genauer zu sein. Also Spinne, die mir fast auf den Kopf gefallen wäre. Und auch das war extrem knapp. Also ich bin ja sowieso schon auf den Kopf gefallen, aber Spinnen müssen mir jetzt nicht auch noch auf den Kopf fallen. Ansonsten gibt es da nichts. Außer eine weitere Kobra. Noch eine Spinne, die mir fast auf den Kopf fällt. Und ein paar Trümmer und eine weitere Etage nach unten. Okay, noch mehr Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir werden erstmal gleich in die U2 dann wieder hochgehen. Aber vorher versuchen wir erstmal das hier alles abzuchecken. Diesmal habe ich die Spinne gesehen und den Oktopus auch. Ich habe euch alle gesehen. Aber ich kann euch allen ausweichen, weil ich eben euch alle sehe. Da haben wir noch eine Truhe. Was werden wir dort drin finden? Ein Animalia-Ring. Ring zur Erhöhung des Schadens an Bestien-Aliens, okay? Und zur Senkung des Schadens durch diese. Sprich, den könnten wir eigentlich hier ganz gut eigentlich anziehen. Denn wir kämpfen mittlerweile ja bekanntlich gegen Aliens. Die eigentlich schon fast das gesamte Spiel. Von daher könnte uns der Ring allgemein sehr nützlich werden. Mal kurz gucken, ob jemand... Der Windring ist auch fast beim Maximum. Sie hat schon ihren Ring gemaxt. Dann geben wir den mal der lieben Edna. Wobei bei ihr geht die Magie dann nach unten. Das ist natürlich nicht so dolle. Ich glaube, wir geben ihm mal den Ani. Ja, Fokus geht zwar ein bisschen nach unten, aber egal, dann kriegt er den Animalia-Ring. Und du bekommst den Windring, den
Story gerade getragen hat. Das ist der hier. Gut, das haben wir jetzt auch kurz geklärt. Und wir gehen weiter. Geht's überhaupt weiter? Ja, da geht es weiter. Was wollen wir denn hier? Ah, da müssen wir mit dem Windschritt rüber. Da geht es auch noch wieder zurück. In Ordnung. Da haben wir eine weitere Truhe und eine weitere Spinne an der Decke. Eine oder ein Schutzsprünge. Herrenschuhe zum Überleben, daher versteckt Standart- und Arteabwehr. Okay, auf jeden Fall nette Ausrüstungsgegenstände, die wir hier finden. Wird uns später sicherlich noch von Nutzen sein. Mich irritieren immer diese großen Räume, wo einfach nichts ist. Also wirklich buchstäblich nichts. Da kommen wir noch eine weitere Etage wieder nach unten. Ach, und dann werden wir wahrscheinlich wieder die ganzen Stufen wieder hochlatschen müssen. I see, I see. Oder geht's noch weiter nach unten? Sieht doch, es geht noch weiter nach unten. What the fuck? Okay, könnte ein bisschen länger dauern, diese Ruinen hier zu erforschen. Da haben wir erstmal wieder ein Symbol an der Wand. Ist die Frage, ist das wieder nur ein extra Raum mit extra Loot? Es sieht fast danach aus. Läuferglück. Damenschuhe, die garantiert 40 Kilometer Wanderung ohne Pause überstehen. Wäre jetzt auch mal eine interessante Frage, wie viele Kilometer sind wir wohl in diesem Spiel schon gelaufen? Ein Allesteiler. Halbiert Schaden, den ein Freund oder Feind im Kampf erleidet. Erneut anwenden, um die Wirkung aufzuheben. Das war in Tales of Exilia ein extrem seltenes Item. Ja, und es hat eigentlich alles gesagt, die Schäden, die von Feinden und auch von einem selbst gemacht werden, werden alle um die Hälfte reduziert. Ich glaube, das kann in gewissen Kämpfen ganz praktisch werden. Allerdings nicht gegen diese Octopussies. Ich glaube, das wird mein Lieblingswort in diesem Spiel. Octopussies. Einfach grandios. So, was haben wir denn hier? Nichts. Eine Zelle. Können wir mit dir sprechen über was Neues? Nö. Auch sehr seltsam, dass die da einfach ein Gitter hinbauen. Wir laufen erstmal außen rum, selbstverständlich. Denn weiterhin lautet die Wiese, nichts wollen wir verpassen. Mit diesen Flammen hat es auch nichts auf sich, oder? Nö. Einfach nur ein bisschen Raumbeleuchtung. So, wir gehen erstmal rechts lang. Ein weiterer großer Raum mit einer Silbertruhe. Rein weißer Schleier. Also hier finden wir extrem gute Ausrüstungsgegenstände. Hat sich gelohnt, hier vorher vorbeizuschauen. Bevor wir uns beim nächsten Mal dann höchstwahrscheinlich erst wieder Richtung Windtempel begeben. Hier haben wir auch nichts weiter außer Gegner. Ich habe immer so im Gefühl, dass ich irgendetwas übersehe. Falls ja, könnt ihr mich natürlich darauf aufmerksam machen. Aber ich kann einfach wirklich nichts erkennen. Ich bin schon relativ aufmerksam. Gucken wir auch die ganzen Wände nochmal genauer an. Aber auch hier nichts Besonderes, nichts Auffälliges. Na gut, sei es drum. Und ja, diese eine Geheimtür war wieder nur eine Abkürzung. Alles klar. Und es geht eine weitere Etage nach unten. Wo sind wir jetzt? In den U5. So, das scheint aber die unterste Ebene zu sein. Und es gibt auch nur einen Ausgang zurück zu den U4. Gut, sprich, es gibt hier, glaube ich, auch nur einen einzigen Weg. Ein paar Sackgassen. Das Übliche halt hier, in den guten Ganglen-Ruin. Da muss ich immer ans Angeln denken. Und wenn ich ans Angeln denke, nicht, dass ich irgendwann mal geangelt hätte, aber dann bekomme ich immer Hunger auf Fisch.
Ich glaube, das werde ich mir heute Abend zu essen machen. So einen richtig schönen Lachs. Lachsfilet. Ach, ich liebe es. Eine Pfeife. Eine Pfeife, die förmlich Gentleman schreit. Bitte behalte dich. Bitte halte dich an alle Rauchverbote. Ein weiteres Dekorationsitem. Wunderbar. Und ich habe es ja schon letztens irgendwann versprochen. Ich werde mal irgendwann ein Part machen. Danke für 12 Gehalt. Wahnsinn. Ich werde mal irgendwann ein Part machen, wo ich die ganzen Dekorationsgegenstände mal zeige. Und wer weiß, vielleicht bekommt der eine oder andere Charakter sogar so einen Dekorationsgegenstand dauerhaft auf den Kopf, auf die Brust oder auf welches Körperteil auch immer zugeschnitten. So, hier haben wir noch einen kleinen Geheimpfad. Einen kleinen Geheimpfad. Hallo? What the fuck? Ach, das war das Windsymbol. Erzähl mir das doch einer. Ich war kurzzeit irritiert, weil das Symbol so weit unten war. Und unten ist ja eigentlich immer das Element Boden bzw. Erde. Pfirsichgummi. Und noch ein Allesteiler. Schon den zweiten, den wir hier gefunden haben. Ich glaube, in Tales of Exilia war er mir nie so wirklich nützlich gewesen. Aber wer weiß, es gibt bestimmt diverse Kämpfe, wo man den taktisch geschickt einsetzen kann. Und da ist es passiert, ich hab's doch erwähnt, irgendwann fällt mir in diesem Part noch eine Spinne auf den Kopf. Und da war es dann eben soweit. In der untersten Ebene. Wow, und da fast die nächste. Aber das habe ich natürlich mit meinen übersinnlichen Kräften vorausgeahnt und bin geschickt ausgewichen. So, nochmal zwei Truhen. Also hier ist wirklich ein Schatzparadies. Ein goldenes Band. Mit Gold verziertes Kopfband. Lass dich beim Tragen nicht vom beengenden Gefühl verunsichern, das gelegentlich auftritt. Das war für Mikleo. Und Pfirsich, Chile. Oh, jetzt bekomme ich wieder Durst auf Granini Pfirsich. Na, vielen Dank. Das kann das Spiel auch extrem gut. Mit dem ganzen Essen, was man hier finden kann. Da bekommt man wirklich extremen Hunger. Ich würde mal ganz kurz gucken, das Diadem für Mikleo senkt leider den magischen Angriff. Also wenn man Mikleo auf physischen Angriff spielen will, dann ist das goldene Band, glaube ich, extrem gut. Aber das lassen wir erstmal nicht ausgerüstet, sondern irgendwo in unserem übergroßen Inventar in der Tasche liegen. So, von hier kommen wir dann nicht, ach ne, wir waren schon in dem Raum da links, der etwas abgeschattet war. Den Kobran, ist die Mehrzahl von Kobra, Kobran, eine Kobra, mehr Kobras, mehr Kobran, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall weichen wir allen aus, wie immer. Same game as ever, und mit einem Blick zur Uhr muss ich schon wieder feststellen, wir müssen bald zum Ende kommen. Ach, und sieh mal an, kaum spreche ich's an, bitte keiner von hinten anfallen, danke. Haben wir da einen Speicherpunkt. Das ist doch der ideale... Oh, Alter, musst du mich erschrecken, Alter. Oh, holy moly. Gegen Ende dieser Part, gegen Ende dieser Aufnahme, wollt ihr mir natürlich noch einen Herzstich mit auf den Weg geben. Das hat hervorragend geklappt. Aber das ist eine hervorragende Stelle, um diesen Part zu beenden. Denn hinter dieser Tür wird uns wahrscheinlich wieder ein kleiner Bosskampf erwarten, nehme ich an. Den allerdings schauen wir uns natürlich erst beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt Let's Play Tales of Zestiria. Vielen Dank, dass ihr bei dieser kleinen Ruinenwanderung dabei wart. Beim nächsten Mal wird es noch ein bisschen weitergehen. Plus wahrscheinlich einen kleinen Endbosskampf. Und dann werden wir uns vielleicht schon beim nächsten Mal Richtung Windtempel begeben. Das alles und noch viel mehr erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut und ciao ciao, sagt euer Killer.